Jo, da sind wir wieder. Also wir haben die Formel umgestellt, hier diese, um die es ging, ne? Nach h umgestellt. 1 halb heißt ja 1 mal v Quadrat durch 2. So. Und jetzt durch m geteilt, dann verschwindet es m. Durch g geteilt, dann geht das g mit unterm Bruchstrich. Und jetzt setzen wir ein, jetzt sind wir soweit. 10 Meter pro Sekunde. Einfach hinschreiben. Durch 2 und durch 9,81 Meter durch pro Quadratsekunde ist h. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Wir kürzen die Meter. Das scheint zu gehen. Und durch Sekunde ergibt eine 1 und ergibt hier eine Sekunde. Das heißt, wir werden irgendwas mit Sekunden rauskriegen. Und damit sind wir gut dran. Wir hatten aber hier gesagt, wir nehmen mal der Einfachheit halber 10 Meter pro Quadratsekunde. So, jetzt die 10 und die 10, die kürzen sich auch wieder. Dann freuen wir uns. Ist 1, ist 1. Und jetzt haben wir 1 durch 2. Ja, wie nun? Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten was vergessen, meine Lieben. Hier haben wir zwar Sekunden, Höhe in Sekunden und irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier passiert? Und jetzt sieht man, wie schön das ist, wenn man mit Einheiten arbeitet. Jetzt merkt man Höhe in Sekunden. Schön. Höhe in Sekunden. Das war ja schon immer so. Das ist so falsch. Warum ist es so falsch? Weil wir vergessen haben zu quadrieren. Schreiben wir das Ganze nochmal. Also das ist nicht gut. Wir schreiben das nochmal hier. Also 10 Meter. Wir können es auch so machen, dass wir sagen 10 Meter mal 10 Meter, wer es nicht anders kann, wenn man es quadrieren will, pro Sekunde pro Sekunde. Jetzt kommt meine 2 hier, die schnappe ich, mal 2, mal, und jetzt kommen die 10 Meter pro Quadratsekunde. 10 Meter pro Quadratsekunde. Und jetzt gucken wir mal, ob h stimmt. Wir kürzen wieder wie die Teufel und sehen Folgendes. Die 10 kürzt sich mit der 10. Große Freude. Die beiden Sekunden, Sekunde mal Sekunde, ist genauso wie Quadratsekunde. Bleibt nichts übrig. Die 10 kürzt sich durch 2, entsprechend ergibt 5 und hier eine 1. Und jetzt bleibt übrig Meter und noch einen Meter weg. Und man sieht, was bleibt wirklich übrig? Eine 5, die Einsen können wir uns schenken und ein Meter und 5 Meter ist gleich h. Das ist das Ergebnis dafür. Das heißt, wir haben durch einfachen Energievergleich erreicht, dass man sogar so einen Quatsch ausrechnen kann. Das ist das Schicke dabei. Das kann man mit anderen Formeln nicht machen. Zum Beispiel, jetzt machen wir mal eine ganz einfache Übung, die haben wir schon mal gemacht. Wir lassen mal Augustusburg, jetzt komme ich wieder drauf. In der Augustusburg gibt es einen ganz tiefen Brunnen und der Burgführer, der lässt da immer oben was reinfallen. Der Brunnen ist beleuchtet hier und der lässt da oben was reinfallen und stoppt die Zeit. Und wir nehmen mal an, es dauert 4 Sekunden, bis es unten Platsch macht. Hier oben lässt man es fallen, stoppt die Zeit, guckt rein, macht sie unten im Wasser Platsch, dann hat man es erreicht, ne? So, und jetzt wollen wir wissen, das ist also gegeben. Uiuiui, was ist denn das? Hier am Rand geht es nicht. Und gesucht ist, ja, das war die Zeit. Wir wollen aber die Höhe. Oder die Tiefe. Aber Tiefe wäre T. Wir nehmen die Höhe. Nehmen wir mal an, das wäre ein hoher Turm und wir lassen von oben bis unten runterfallen. Wie gehen wir bei? Es gibt verschiedene Formeln. Die eine heißt zum Beispiel, S ist gleich G halbe, wieder Erdbeschleunigung. T Quadrat. Oh, das hat was. Vielleicht können wir ja damit was anfangen. Jetzt gab es die Frage, was ist ein S? Naja, nu, das ist die Fallstrecke hier runter. Also ich könnte auch sagen, das ist H. Nehme ich mal das S weg und schreibe mal H dafür. Ersatzweise. Ne, das geht genauso. S ist A halbe T Quadrat steht, aber A ist die Erdbeschleunigung G, also können wir das so nehmen. Wir nehmen wieder, G ist für unsere Zwecke ausreichend 10 Meter pro Quadratsekunde. Macht mal. So, und jetzt, das war pures Einsetzen, 10 Meter pro Quadratsekunde, unterm Bruchstrich steht noch die zweite, dürfen wir nicht vergessen, und 4 mal 4, Sekunde mal Sekunde, ist 16 Quadratsekunden, dann kann man schon kürzen, da braucht man nicht mal einen Taschenrechner dazu, 80 Meter, und ich glaube 78 Meter oder sowas ähnliches war die Tiefe wirklich von dem Brunnen. Ich war da mal als Kind. So, jetzt gibt es bestimmt Fragen. Wir nehmen auch hier wieder an, idealen Fall, also ohne Luftwiderstand und so ein Stein, der hat nun wirklich kaum Luftwiderstand. Daher idealisiert angenommen ohne Luftwiderstand. Denn wir wissen ja, in der Fallröhre fiel die Feder, die leichte Feder genauso schnell wie dieser kleine Stein.
So, und jetzt probieren wir das gleich mal aus, ob wir das gleich mit dem Energievergleich hinkriegen. Das heißt also, hier oben hat er potenzielle Energie und hier unten, wenn es Platsch macht, hat er kinetische Energie. Jetzt nehmen wir mal wieder diese Formel hier, die. Und probieren es mal aus, ob das wirklich so ist. Aber jetzt müssen wir natürlich, nö, müssen wir gar nicht umstellen. Guckt mal, wie schön es ist. H ist gleich. Vielleicht kriegen wir es gleich hin. Übernehmt mal die Formel und rechnet mal über diese Formel aus, ob das stimmt. Aber uns fehlt was. Ich sag's gleich. Na, mal sehen. Ich weise nochmal darauf hin, wir werden Probleme bekommen, wenn wir diese Formel, die wir hier unten hatten, V Quadrat durch 2G ist H, die wird schon gehen. Natürlich ist die richtige Formel, aber wir haben noch ein kleines Problem. Wir haben nämlich V nicht. Also V Quadrat durch 2G, das ist jetzt die andere Berechnungsvariante. V Quadrat geteilt durch 2G ist diese Höhe auch. Wir können auch was anderes da ausrechnen. Aber wir wollen erstmal wissen, wie kommt man an das V ran? Und das müssen wir erst überlegen. Wie kommt man da ran? Das ist Stoff der 7. Klasse. Man kann sagen, die Beschleunigung, also um wie viel etwas schneller wird, ist V durch T. Oho. Die Erdbeschleunigung ist genauso V durch T. Die Erdbeschleunigung haben wir. Geschwindigkeit wissen wir nicht. Und T haben wir. Wir stellen mal um. Wie stellt man es um? Wir haben jetzt umgestellt, das ist ganz leicht, wir wollen ja V ermitteln. Und, das heißt ja, die Beschleunigung einwirkend auf den Gegenstand und je länger sie einwirkt, die Beschleunigung, umso schneller wird es. Also können wir getrost probieren, 10 Meter pro Quadratsekunde mal, und jetzt 4 Sekunden lassen wir das Ding fallen, soll V sein. Na, ideal. Wir kürzen, bleibt hier Sekunde, bleibt hier eine 1 stehen. Und das sind 40 Meter pro Sekunde, ist V. Ulalalala. Ich glaube, das dürfte euch an was erinnern. Guckt mal hier hoch. Wir hatten da unsere, ach hier ist es. Wir hatten da unsere Achterbahn aus 80 Metern beschleunigt. Und die fährt aber einen Berg runter. Kleinen Moment mal. Technisches Problem gelöst. Wenn die Achterbahn, und die kann auf sonst was für Bergen, hier könnte noch ein Huckel drin sein, wenn sie nicht gar aus den Schienen springt. Ne? Man kann also mit diesem Energievergleich, kann man sogar verrückteste Wege ausrechnen und kriegt trotzdem die Geschwindigkeit raus. Und wir hatten bei 80 Meter Fallhöhe, auch wenn es eine große Achterbahn war, 40 Meter pro Sekunde raus. Und siehe da, das funktioniert hier auch. Hier allerdings für den direkten Fall, da darf man diese Sache anwenden. Ich habe beschleunigt, 4 Sekunden lang, ich kriege 40 Meter pro Sekunde raus. Und jetzt probieren wir das mal hier einzusetzen. Hier 40 Meter pro Sekunde und dann, wenn wir da 80 Meter wieder rauskriegen, müsste das klappen. Pure Einsatzübung, Schreibübung, Kürzübung, macht mal. Wenn man das jetzt hier einsetzt, ich habe extra mal 2G unten drunter blau gemacht. Das ist die 2 hier. Und das G ist 10 Meter durch. Deswegen Quadratsekunde oben drauf. Jetzt können wir wieder wie üblich kürzen. Jetzt muss ich mal mit was anderem kürzen. Durch Quadratsekunde direkt gekürzt, ergibt eine 1. Meter durch Meter. Hier Quadratmeter durch Meter bleibt. Ein Meter übrig. Die 10 durch 10 ist 1 und hier ist es 10. Oh, und wo ist der Fehler? 10 durch 2 ist 5. 5 Meter? Was stimmt nicht? Wunderschön. Ne? Jetzt merkt man direkt wieder, Einheiten stimmen, aber hier kann doch was nicht. Wenn man die Zusammenhänge hinkriegt, merkt man auch, hier haben wir Mist gemacht. Also hier ist was passiert. Hier an der Stelle, ich mache mal die Kürzerei weg. Und gucke und sage, ach Mensch, ich muss doch 40 mal 40 nehmen. Und das ist 1600. Also haben wir hier idealerweise wieder gesehen. Wenn man das einmal so macht, dann kriegt man hier noch ganz andere Sachen raus. Jetzt können wir wieder kürz, 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 kürz und weggestrichen. 160 durch 2 ist 80 Meter bleibt übrig. Wunderbar. Also haben wir es rausgekriegt. 80 Meter ist H. Ideal. So, das bis dahin. Jetzt los. Jetzt diskutieren wir die ganze Sache nochmal durch. Probieren wir das ganze Thema mit noch was aus. Und zwar, wir denken uns eine Schaukel. Ich tue jetzt mal so, als wenn die Schaukel an der Decke aufgehängt wäre. Also hier ist sie fest. Ich wollte jetzt nicht hier der Übersicht halber noch ein großes Gestell malen. Und zwar, wir setzen einen Menschen auf die Schaukel. Und dann gibt es zwei Leute. Und die, damit wir richtig messen können, die heben den an.
Und zwar heben die den an um 20 cm. Und dann lassen sie ihn los. Und wir wollen mal wissen, wie schnell ist der Kerl hier unten. Und ich wette, und das machen wir auch im Versuch, wir können einen schweren nehmen und einen ganz leichten oder eine ganz leichte Person und kriegen raus, dass bei beiden das gleiche rauskommt. Wir brauchen bloß was zu messen und wir müssen hier irgendwie die Geschwindigkeit messen. Aber da lassen wir uns noch was einfallen. So, wenn ich das einsetze, 2 mal wieder 10 Meter pro Quadratsekunde mal 0,2 Meter, ne, 20 cm sind 0,2 Meter, und rechne es aus und kürze und so weiter, kann ich machen, wie ich will, und kriege dann raus 2 Meter pro Sekunde, dann entspricht das der momentanen Geschwindigkeit hier unten. Die ist nicht hier so. Sagen wir V1,5 so hoch. Ist anders. Wenn der also durch diesen Punkt hier, wenn er durch diesen Punkt saust, ist er nicht so schnell. Denn hier oben ist er nämlich gar nicht schnell, da ist er null schnell. Ne? Da muss ich nicht mal eine Einheit sagen. Das heißt, hier unten, hier in diesem Fall, da ist er so schnell. Jetzt, ja, könnte man, genau, die Frage habe ich erwartet. Jetzt probieren wir mal Folgendes, und das dürfte uns den Beweis liefern, dass wir hier nicht weiterkommen. Wenn ich diese Strecke nehme und als Fallstrecke nehme, habe ich einen ganz anderen Weg als hier, als bis hierhin. Aber trotzdem kommt was Überraschendes heraus. Wir lassen jetzt mal einen Korpus von hier bis hier fallen, und zwar 20 cm. 20 cm fallen lassen, und jetzt kommt es. Wir rechnen jetzt aber wieder mit unseren h ist g halbe t Quadrat und so weiter und so fort. Und hier, wie wir es beim Brunnen gemacht haben. Und a ist v durch t. Also h ist g halbe t Quadrat. Diese Formel gilt. Und a ist gleich, oder g ist gleich v durch t. Wir wollen aber v ermitteln. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so geht. Achtung, wir lassen mal einen Gegenstand fallen, die Fallgeschwindigkeit, hier unten, die wollen wir ermitteln. Hier, in diesem Punkt, peng. Wir haben wieder hier oben und hier unten verschiedene Energien. Hier oben heißt sie potenziell und hier unten heißt sie kinetisch. Aber das nützt uns nichts. Wir wollen mit diesen Formeln hier auskommen, wir versuchen das mal. Denn wenn es einen freien Fall gibt, dann kann man das machen. Mal ein Hinweis, stellen wir mal das hier um hier. Das heißt also G mal t ist v. Ja, steht was. Wir können auch nicht weiterrechnen, denn hier, das t fehlt. Und das müssen wir erst hiermit ausrechnen. Wir umgehen mal die ganze Geschichte und rechnen mal nicht t extra aus, sondern wir setzen mal das hier. Hier. Das ist ja t-Wert, ne? Ja. Wenn es t-Wert ist, können wir auch stattdessen das hier einsetzen. Wie heißt denn dann die neue Formel? Genau. G mal Wurzel aus diesem Ausdruck. H mal 2 durch G. Kann man jetzt die Gs wegkürzen? Ist V. Nein, um Gottes Willen, wir haben hier noch mit einer Wurzel zu tun. Das geht noch nicht. Okay. So, wir haben jetzt mal einen Kunstgriff gemacht. Wir haben die beiden Formeln mal vereint. Ne? Das ist T wert, also setze ich das mal hier ein. Dann heißt das, das hier, das ist das G, mal T stattdessen den Wurzelausdruck eingesetzt. Und jetzt 0,2 Meter mal 2 Meter mal durch, ne? Quadratsekunde. 0,2 mal 2 ist 0,4, durch 10 ist 0,04. 0,04, daraus die Wurzel ist 0,2. Wurzel aus Quadratsekunde, Sekunde. Also unter dem Wurzelausdruck, wenn ich das gewurzelt habe, kommt 0,2 Sekunden raus. Das mal 10 Meter pro Quadratsekunde, siehe da, sauber gekürzt. Es kommt Meter pro Sekunde raus. 10 mal 0,2 ist 2. Wir kriegen die gleiche Geschwindigkeit raus. Hey, nanu, vorsichtig. Achtung, das hier ist die Geschwindigkeit, ich zeige mal was, die Geschwindigkeit, man sagt auch ein Vektor, das heißt, die Geschwindigkeit hat plötzlich auch noch eine Richtung und einen Richtungssinn bekommen. Hier, wenn ich einen Vektorpfeil drüber mache, der geht in die Richtung, das heißt, der Kerl, der hier drauf sitzt, der schaukelt mit 2 Meter pro Sekunde vorwärts. Ich kann das über Energievergleich super hinkriegen, aber wenn ich das über die herkömmlichen üblichen Formeln errechnet, dann errechne ich die Fallgeschwindigkeit und hier ist dieses V, das ist auch ein Vektor, aber das geht abwärts. Das sind 2 Meter pro Sekunde nach unten. Hier ist eine Fallgeschwindigkeit, hier ist es eine Vorwärtsgeschwindigkeit. Dürfen wir nicht vergessen, was wir hier berechnet haben.
Das heißt also, wenn ich mit sowas hier rechne, muss ich mir klar sein, worum es geht. Daher kommen die 2 Meter pro Sekunde. Ich glaube, wir haben heute ganz schön furchtbar viel hin und her umgestellt. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Angefangen hat das Ganze mal, indem wir einfach mal, ohne dass ich es vorher gesagt habe, eine Formel aus der 10. Klasse schnappten. Die einfach mal umgestellt haben. Das war eine einfache Umstellübung. Nichts Besonderes. Dann haben wir sie mal angewandt und haben dann gemerkt, dass man durch Energieumwandlung und Vergleich von Energien auch tolle Sachen rechnen kann, wobei jedes Mal die Masse rausfiel. Wir erinnern uns an den Vakuumfallversuch. Und dann kamen die verschiedensten Rechnungen, selbst für eine Achterbahn, selbst wie viel nimmt die Geschwindigkeit ab, wobei man auch umgekehrt rechnen kann. Aus 30 Meter, wie schnell wird es dann? Ja? Letzten Endes die Geschwindigkeit von 40 Meter pro Sekunde haben wir bloß noch 15 Meter pro Sekunde dann übrig, weil wir ja 24 Meter pro Sekunde rund aus 30 Metern schaffen bzw. verlieren, langsamer. Wir haben sogar diesen Energienvergleich dafür anwenden können, dass ein Stabhochspringer, wenn er schnell läuft, 5 Meter hochspringen kann, wenn er so schnell ist. Alles idealisiert. Ne? Wir haben dann den Fallversuch von Augustusburg gemacht und haben das errechnet und haben das sogar über die herkömmlichen Formeln auch so ausrechnen können, weil es sich hier um Fallen handelt, also einfache Fallgeschwindigkeit. Und wir haben auch gesehen, je länger eine Beschleunigung auf einen Körper einwirkt, umso schneller wird er. Wir haben jetzt mal einen rechnerischen Versuch vorbereitet. Wir werden einen Menschen auf die Schaukel setzen, beziehungsweise mal einen schweren und mal einen leichten, und werden feststellen, dass der nicht schneller schaukelt, ob leicht oder schwer, ne? Die Massen, die verschwinden hier. Und wir haben das gleiche mal als Fallgeschwindigkeit ausprobiert, wobei man nicht vergessen darf, hier fällt es nach unten, die Geschwindigkeit, also der Geschwindigkeitsvektor zeigt nach unten. Hier geht es um Fallen und beim Schaukeln geht es um Vorwärtsgeschwindigkeit in diesem Punkt. Nicht zu verwechseln, dass er die hier schon hätte. Denn hier hat er gar keine, dann kann er hier noch lange nicht so schnell sein wie hier. Hier wird er wieder langsamer, hier beim Umkehrpunkt wird er wieder 0 haben. So, das bis dahin. Wir schließen solche Videos wie üblich ab. Wunderbar, Dankeschön.